What the fuck ist MTG Token? Das Video ist speziell gemacht für die Crypto Space Fleet Members. Warum, weshalb, wieso? Das müssen wir mal kurz mal erörtern hier. Also für diejenigen, die es nicht kennen, mal kurz mal einen Einblick, um was es geht, warum ich das MTG gleich vorstellen möchte. Crypto Space Fleet ist der erste NFT-basierende Investment-Club. Läuft schon seit über einem Jahr und einer der Funktionalitäten dieses Investors Clubs, Airdrops aus Launchpads, unter anderem DAOmaker, Trustpad und Polkastarter. Und da kommen wir jetzt zu MTG. Warum, weshalb, wieso? Denn MTG wurde auf DAOmaker gelauncht. Wir haben die Chose für irgendwie hier 0012 kaufen können. Jetzt sind wir bei 0033, das sind dann irgendwie so knapp 3x. War zwischendurch besser. Und die Frage stellt sich, was macht es, was tut es und ob es besser wird. Denn die Shitnomics von dem Projekt sind super lustig. Warum, weshalb, wieso? Diese eine Satz erklärt schlussendlich, was MTG macht. Also ich meine, das Projekt hat über 300.000 Euro auf dem auf dem Dollar, nicht Euro. Jetzt kommen diese gesamten Korinthen-Kacker. Nur Dollar ist nicht Euro und das ist nicht dasselbe und da gibt es Preisunterschiede. Ja, dann geh fick dich und geh Forex-Trading machen. Meine Güte, ey. Also, kaufen, transferieren, also schicken, verschicken und dabei Coins verbrennen. Und die Chance erhalten, Coins zu gewinnen aus dem Lottery-Pot. So, da ist es, da steht es. Also bei jeder Transaktion wird 1% in die Lotterie reingesteckt und 1% wird geburnt, damit der Maximal-Supply kleiner wird. Wenn man die Coins auf dem Wallet hat, kann man sich hier mit einloggen und anfangen, Coins zu verschicken, das Ding in die Welt zu tragen. Da sieht man, wie viele Tickets man hat, wie viele Transactions man gemacht hat und wie hoch die Gewinnchancen sind. Fancy Ding. Warum auch immer gut durchgegangen hier mit 28.000 Followern auf Twitter, knapp 20.000 in Telegram. Und das ist so die große Utility. Ist ein Meme-Spaß-Coin, der von DAOmaker supported wird. Im Grunde genommen eine riesengroße, spaßige Geldverbrennungsanlage. Aber mit etwas Glück kannst du ja die Lotterie gewinnen. Oder bin ich leise? Ich glaube, ich bin voll leise. Ne? Ich muss das wieder mal so hier hochdrehen, die Scheiße. Ich sehe das ja ab und zu mal hier, wie leise ich bin. Naja, genau. Ach, das Mikrofon ist auch so weit weg. Fick dich doch. Genau, aber das Burning ist ja auch interessant, weil deren Telegram zu entnehmen, haben wir schon bereits 5 Millionen geburnt. Mehr stehen an. Ist das Binance? Ja, das ist Binance Chain. Aber der Maximalsupply ist 1 Milliarde. Boah, da brennen die ganz schön gut runter. Da stellt sich die Frage, wie hoch wird die Nachfrage sein, um den Pot zu gewinnen? Das ist ja wieder so ein egoistischer, ein sozial-egoistisches Experiment. Kaufen die Leute den Token nur, um die Lotterie zu gewinnen? Bin ich bereit, 1 Euro in den Token reinzustecken, um eine geringe Chance zu erhalten, um zum Beispiel 100 Tokens zu erhalten? Bestimmt, das finden sich bestimmt irgendwie ein paar Leute, die das machen. 100 Pro. Läuft alles auf Binance? Holders. Wir haben ein Bett, 2700 Holders haben wir. Ein paar hundert kommen nach unserem Drop auch noch dazu. Ja, mehr ist nichts hinzuzufügen. Kurzes Video. Ja, viel Spaß mit dem Projekt. Bin ich gespannt, was ihr dazu so sagt. Nee. Mir fällt mir jetzt auch nicht ein.
Bleibt alle gesund. Tschüss.